Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Die Woche war ich in Island unterwegs mit meinem DAF. Bis Mannheim bin ich dann noch gekommen bei der Rückfahrt. Und dann war Motorschaden. Und das genau peinlich vor einem Mercedes-Händler. Wobei der gute Mann hat dann gesagt, du pass auf, dir hilfe ich jetzt. Je leichter ein Mercedes, ich habe einen Vorführer da und mit dem kannst du fahren, bis wir den überstellt haben zum DAF-Händler. Und ja, war ganz nett vor allem, habe ich wirklich gut gefunden. Ist ein New Actros, die Maschine, wie gesagt, Vorführer, ganz ein schlichter, erzkonservativer Wagen in Wirklichkeit. Und natürlich, ihr wisst ja, ich bin selbstständig, ich muss irgendwelche Aufträge annehmen, weil sonst kann ich mir nichts mehr kaufen zum Essen oder was auch immer. Ich bin ja ein armer Hund. Hat mir dankenswerterweise mein Freund, der Swiss, von seiner Spedition einen Auftrag zukommen lassen, Swiss World Cargo. Und der geht zwar von Linz nach Finnland. Das ist eine Riesenstrecke. Wir fahren über Wien, Brünn, rauf, Lodz. Dann geht es weiter über Riga, Tallinn, Helsinki. 1700 Kilometer. Wir werden heute sicherlich nur mal ein kurzes Stück fahren bis Wien. Es ist bereits Freitagmittag. Ich würde sagen, wir starten einfach einmal unsere Tour. Dann schaut mal Licht, die Lichtfahrer sind sichtbarer. Was auch sehr interessant ist, ihr wisst ja, ich habe ja bei meinem DAF eine 12-Gang-Schaltung, die manuell alle 12 durchschaltet. Blödsinn, eine 16-Gang-Schaltung, Entschuldigung, da habe ich einen Blödsinn gesagt. Da sind wir ebenfalls bei einer 16-Gang-Schaltung, aber das ist die ZF16. Das heißt, ich schalte mit Range und Splitter. Und das ist echt eine coole Angelegenheit. Wir sind da jetzt gerade im kleinen Schaltkreis, das heißt, ich schalte erste, zweite, dritte, vierte ganz normal mit der H-Schaltung. Schalte dann über einen Knopf, über einen Tasten sozusagen, in den zweiten Schaltkreis. Und ich kann zwischen jedem einzelnen Gang zwischen einem kleinen und einem großen Gang auswählen. Ja. Also unterm Strich sind wir dann bei 16 Gänge. Der hat jetzt nicht so passt. So. Jetzt schalte, bin ich auf der fünften in der zweiten Schaltreihe sozusagen. Jetzt drücke und komme wieder runter in die erste Schaltreihe und bin wieder im ersten. So, zum Anfang ist die erste fast ein bisschen. Genau. So, und jetzt drücke ich einfach meinen Splitter und schalte praktisch in der fünften von der kleinen auf die hoche. Und bleibt natürlich auch genauso in der hochen. Wenn ich jetzt nur mehr drücke, dann bin ich wieder in der kleinen. Schalte mit Range runter und bin wieder in der niedrigsten Gruppe sozusagen. In der niedrigsten Schaltgruppe. Das ist
schon ein Riesenvorteil im Gegensatz zu meiner. Ich habe es euch ja beim letzten Video vorgestellt, wo ich nur Range praktisch geschaltet habe und da jeden dieser 6 Gänge manuell durch. Das ist vom Schalten wesentlich mehr Aufwand. Ja, aber jetzt lang, wie gesagt, kann ich nicht mehr fahren, nachdem meine Fahrzeit eigentlich schon sehr bald zu Ende ist. Da riskieren kann man auch nichts. Wieder im Kreis. Sicher fahren wir im Kreis, bin ich wieder in Linz. Okay. Ui, da hat es gescheppert. Da müssen wir schauen, dass wir gleich wegkommen. Bevor da irgendwas zum Stehen kommt jetzt. Machen wir einen Abflug. Also die Schaltung von Mercedes ist nicht ganz hundertprozentig. Da war der erste Fehler, da sind wir rechts gefahren. Wir hätten eigentlich Richtung Wien fahren müssen, war aber auch nicht dementsprechend beschildert. Das war der Hintergrund.
da habe ich gesagt, bis Wien, habe ich schon erwähnt, wegen der Fahrzeit. Weiter komme ich halt sicher nicht mehr. Das will ich jetzt auch keine Freude haben, weil es sich einfach bis Helsinki dementsprechend zirkt. Die Fracht sollte dann doch spätestens am Dienstag in Helsinki um sein. Müssen wir schauen. Wenn wir das schaffen. Aber so rennt er ganz angenehm, der Mercedes, muss man schon sagen. Innenraum ist extrem leise. Da ist der DAF schon lauter. Ja, Armaturen und so weiter, das ist sehr retro. Sehr konservativ gehalten. Aber Ausstattung ist nicht schlecht. Kann man nicht jammern. Der freundliche Mercedes-Händler, ja. Mal schauen, ob er mit dem mal ins Geschäft kommt. Übrigens die Homepage von der Swiss World Cargo, für die ich da jetzt gerade diese Fracht fahre. Die verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal drauf schauen. Kann man ganz schön anzeigen, da die Burschen. Wir fahren aber auf der A1 weiter, nicht auf die A23, auf die Alland-Autobahn, sondern wir fahren gerade rein Richtung Aarhus. Ich sehe der Autohof schon angeschrieben. Machen wir jetzt die gesetzliche Pause. Ich bin nämlich sogar schon eine Viertelstunde drüber mit der Fahrzeit. Genau, sehr gut, sehr gut.
So, da stellen wir uns jetzt ab. Unseren Lamm-Mercedes. Dann werden wir mal anrufen, ob unser DAF schon irgendwie angeschaut worden ist. Ob es da schon irgendein Ergebnis gibt, ob das zum Richten ist, ob es gescheiter ist, wir kaufen gleich einen Neichen oder was auch immer. Ja. Gut, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Hermi. Tschüss.